Ich wünsche mir keinen brüllenden Bundeskanzler in solchen Fragen, sondern einen kühl abwägenden und beherrscht bleibenden Regierungschef. Aber das nur nebenbei. Die notwendige Debatte über das, was wir in Deutschland in diesem Krieg zu suchen haben. Ich habe einen Wunsch an die Medien. Nicht einfach das zu übernehmen, was ihnen angeliefert wird. Maidan ist auch so eine Geschichte, die bei uns nicht hinterfragt werden darf. Jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Und dieser hier hat eine sehr lange Vorgeschichte. Ich kenne Poroschenko sehr, sehr gut. Wir haben viele Nächte miteinander verbracht und auch eine Menge Wodka zusammen getrunken. Die hatten den rechtsradikalen, nationalistischen Geist aus der Flasche gelassen. Wir arbeiten nicht am Frieden. Im Augenblick arbeiten wir am Krieg. Die Entspannungspolitik wird gezielt diffamiert. Irgendwann wird der Krieg ja zu Ende sein. Bis wohin, meine Damen und Herren, wollen wir die Eskalation im Ukraine-Krieg treiben lassen? Eine Frage, die dieses Buch intensiv stellt. Herzlich willkommen zur Buchpräsentation des von Stefan Luft und mir herausgegebenen Bandes Ukraine-Krieg, warum Europa eine neue Entspannungspolitik braucht. Stefan Luft und ich freuen uns ganz besonders, dass Herr Verheugen die Buchpräsentation heute übernimmt. Wir möchten eingangs ein paar Worte dazu sagen, wie der Band zustande gekommen ist und wie er aufgebaut ist, bevor wir es für die inhaltliche Vorstellung an Herrn Verheugen übergeben. Und im Anschluss daran haben Sie natürlich die Gelegenheit, auch Fragen zu stellen. Stefan Luft und ich haben beide eigentlich als Schwerpunkt Migrationsforschung. Und ja, man kann sagen, wir sind inzwischen befreundete Wissenschaftler und dadurch tauschen wir uns auch über viele andere Themen aus. Und wir haben uns relativ kurz nach Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 angefangen zu unterhalten über den Krieg. Auch aus der Perspektive von Migration, weil natürlich gerade die Folgen von Geopolitik sehr häufig in Form von Migration dann auch nach Deutschland kommen. Und wir haben festgestellt, zum einen natürlich, dass sehr viele Menschen auch wieder auf der Flucht sind, aber zum anderen, und das war dann auch ein Ausgangspunkt für dieses Buch, dass innerhalb sehr kurzer Zeit, eigentlich innerhalb von wenigen Tagen, sich das Diskursfenster ziemlich geschlossen hat in Deutschland und man kaum mehr, was die Hintergründe des Krieges, darüber sprechen konnte, was eigentlich der Anteil der westlichen Politik am Zustandekommen des Krieges war. Aus unserer Sicht war das aber ein sehr wichtiger Aspekt, wenn man sich vor allem das Jahr zuvor intensiv angeschaut hat, wie sich eben die Spannungen sehr stark aufgebaut haben im geopolitischen Feld zwischen Washington und Moskau. Und dann hatten wir die Möglichkeit, im Cicero einen Gastbeitrag zu verfassen. Der ist am 17. Mai letzten Jahres erschienen unter dem Titel Die Unfähigkeit zur Politik, wo wir diese Gedanken erstmals zusammengeführt haben. Ergänzt dann noch, was zu dem Zeitpunkt ein wichtiges Thema war, die Sanktionspolitik, von der der Westen sich am Anfang sehr viel erwartet hat, die uns aber schon insofern verwundert hatte, da Wirtschaftsminister Robert Habeck unter anderem ja gesagt hatte, dass die Sanktionen auch massive Folgen für die deutsche Gesellschaft haben werden und das ja eigentlich schon ein überraschendes Statement eines Politikers zur Sanktionspolitik war. Wir haben sehr viele Rückmeldungen auf diesen Beitrag bekommen und dann ist die Idee relativ kurz danach entstanden, daraus eine größere Publikation zu machen. Wir haben Beiträgerinnen und Beiträger angefragt und so ist dann dieser Band entstanden, der am 24. April dieses Jahres dann bei Westend erschienen ist. Und damit würde ich das Wort auch an meinen Mitherausgeber Stefan Luft übergeben, der noch etwas mehr zur inhaltlichen Struktur des Bandes sagt. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Verheugen, wir haben uns, wie Sandra Costa schon sagte, tatsächlich, wir waren sehr irritiert, dass erhebliche Teile der Politik und der Medien diplomatischen Initiativen mit Kritik begegneten und jeglicher Entspannungspolitik in Bezug auf Russland von Anfang an eine Absage erteilten. Wir wollten also analysieren, warum es dazu gekommen ist, wie es dazu gekommen ist und was die Konsequenzen dieser Haltung waren. Das zentrale Anliegen des Buches ist es, demnach Analysen zu den Hintergründen und den sich bereits manifestierenden sowie absehbaren Folgen des Krieges zur Diskussion zu stellen, um so zu einer differenzierten Betrachtung beizutragen. Wir nehmen dabei nicht für uns in Anspruch, die Wahrheit zu kennen oder mit all unseren Analysen richtig zu liegen.
Das wäre vermessen, vor allem vor dem Hintergrund, dass dieses Buch zu einem Zeitpunkt geschrieben wurde, an dem viele hochrelevante Quellen, die Einblick in Ziele und Motivationen der Entscheiderkreise geben, nicht zugänglich sind und waren, und manche werden es vielleicht nie sein. Hinzu kommt, dass sich in einem laufenden Krieg täglich neue Entwicklungen ergeben können, die ein neues Bild des Geschehens zeigen. Wir haben uns entschieden, diesen Band zum jetzigen Zeitpunkt zu veröffentlichen, um Denkanstöße zu geben und die aus unserer Sicht ziemlich einseitige öffentliche Debatte, insbesondere den sehr negativen Blick auf Diplomatie und Entspannungspolitik, durch unsere Analysen zu erweitern. Vor diesem Hintergrund beleuchten die Beiträge dieses Bandes aus interdisziplinärer Perspektive die Ursachen und Folgen des Krieges in der Ukraine sowie die Perspektiven für die kriegführenden Parteien und das Zusammenleben in Europa. Die Texte geben die Entwicklung bis zum Ende des Jahres 2022 wieder, mit Ausnahme der Einleitung, die im Februar 2023 verfasst wurde. Wir haben aus Anlass der Tatsache, dass uns der Verlag nach 4 Wochen mitgeteilt hat, dass die erste Auflage vergriffen ist, sind wir noch mal gefragt worden, ob wir noch irgendwelche orthografischen oder sonstigen Fehler, den ich als Dozent an der Universität in Hausarbeiten, Bachelorarbeiten und so weiter, ja, en masse begegne, ob die uns noch aufgefallen sind. Wir haben aus dem Anlass das Buch noch mal durchgelesen und wir sind der Auffassung, dass es weiterhin aktuell ist. Es bietet den aktuellen Stand. Es gibt aus unserer Sicht wenige wesentliche Entwicklungen, die Schlussfolgerungen dieses Bandes in irgendeiner Form konterkarieren würden. Der Schwerpunkt der Analysen liegt aus 2 Gründen auf der westlichen Politik. Frau Kostner hat es schon gesagt, weil die Rolle des Westens in der öffentlichen Debatte meist zu kurz kommt, was bedeutet, dass die geopolitische Dimension des Krieges weitgehend ausgeblendet wird. Und zweitens, dass der Zugang zu Quellen, das habe ich auch schon gesagt, sich sehr schwierig gestaltet. Neben Analysen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen werden 2 Akteure aus der Bundespolitik befragt, Willy Wimmer, CDU, und Klaus von Dohnányi, SPD. Es ist uns gelungen, nicht nur eine interdisziplinäre Perspektive hier aufzunehmen, indem wir Ökonomen, Politikwissenschaftler, Soziologen, Historiker, auch einen Literaturwissenschaftler zu Wort kommen lassen, sondern auch eine internationale Perspektive. Wir haben 2 Autoren aus Frankreich und einen aus Österreich hier mit dabei, für die wir auch sehr dankbar sind. Die Hintergründe und politischen Zusammenhänge des Krieges stehen am Beginn des Buches. Die Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg bilden den Mittelteil des Bandes. Die Sanktionen und ihre zum Teil nicht intendierten Nebenwirkungen, die Auswirkungen auf die Medien und deren Narrative, die Positionierung von Parteien. 2 Beiträge zu Ausblicken und Einsichten thematisieren das Verhältnis zu Russland und die Lehren für eine zukunftstaugliche Entspannungspolitik. Meine Damen und Herren, es gilt schließlich noch einigen Personen zu danken, weil sie dieses Projekt auch zu ihrer eigenen Sache gemacht haben. Natürlich zunächst den Autorinnen und Autoren, denen wir sehr dankbar sind. Unser Dank gilt auch dem Verlag Westend Academics, der uns sehr professionell begleitet hat. Die Idee für das Buch entstand Anfang Juni vergangenen Jahres, Ende April diesen Jahres ist es erschienen. Also ich denke, ein Zeitraum, der sich durchaus sehen lassen kann. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und auf dem YouTube des Westend-Kanals dokumentiert. Auch hierfür danken wir. Zu besonderem Dank verpflichtet sind wir dem International Peace Bureau, vertreten durch Herrn Lukas Wirrl. Sie haben uns spontan diesen Raum zur Verfügung gestellt im Zentrum
Berlins. Dafür danken wir natürlich herzlich. Die Friedensbewegung ist aus unserer Sicht die einzig gesellschaftlich relevante Kraft, die den vorherrschenden Narrativen eine Alternative entgegenzusetzen hat. Sie hat das Potenzial, zu einem Politikwechsel in Deutschland beizutragen, so unwahrscheinlich das zurzeit erscheinen mag. Zu danken ist schließlich Ihnen, Herr Verheugen, dass Sie sich bereit erklärt haben, anlässlich dieser Buchpräsentation Ihre Position zur gegenwärtigen Politik darzulegen. Wir haben uns aus zwei Gründen an Sie gewandt. Erstens, weil Sie mit besonderer Eindringlichkeit vor den Gefahren der Eskalation dieses Krieges warnen. Am 8. April dieses Jahres erklärten Sie, Zitat, wir haben uns noch nie so nahe am Abgrund befunden wie jetzt. Selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges war die Lage nicht so brandgefährlich, wie sie heute ist. Zitat Ende. Sie gehören zu den Unterzeichnern des Aufrufes Frieden schaffen, des Historikers Peter Brandt und anderer, der am 31. März veröffentlicht wurde. Zweitens, als ehemaliger Bundesgeschäftsführer der SPD, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Deutschen Bundestag, außenpolitischer Koordinator von Parteien und Fraktionen in den 1990er Jahren und Staatsminister im Auswärtigen Amt, sowie schließlich in den 2000er Jahren als Vizepräsident der EU-Kommission, hat Ihr Wort Gewicht. Sie wissen, wovon Sie reden. Wir freuen uns sehr auf Ihren Beitrag. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, Frau Kussner, Herr Luft, meine Damen und Herren, schön, dass Sie das möglich machen konnten heute Morgen. Erwarten Sie aber bitte von mir nicht, dass ich den Inhalt dieses Buches referiere. Dazu müssen Sie mich nicht aus dem Ruhestand herbeizitieren, sondern wie Herr Luft schon gesagt hat, ich möchte die Gelegenheit benutzen, ein paar Anmerkungen zum Thema aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und Einsichten zu machen. Und diese Erfahrungen gründen sich auf mehr als 50 Jahren Beschäftigung mit internationaler Politik. Ich habe zum ersten Mal einem sowjetischen Außenminister im Mai 1975 gegenüber gesessen. Das ist auch schon ziemlich lange her. Und der Teil der Welt, mit dem ich mich am intensivsten beschäftigt habe, ist Osteuropa, einschließlich Russland und die Ukraine. Ich würde ja gerne sagen, dass dieses Buch ein Beitrag zur Debatte sein soll. Das kann ich aber gar nicht sagen, weil wir diese Debatte gar nicht haben. Es ist ein Buch, das nach meiner Meinung dazu beitragen kann und soll, die notwendige Debatte über das, was wir in Deutschland in diesem Krieg zu suchen haben und was wir in diesem Krieg wollen und von diesem Krieg wollen und von seinen Ergebnissen erwarten, diese notwendige Debatte endlich in Gang zu bringen. Es ist ja so, dass dieses Russland muss verlieren Lager in unserer Politik, eindeutig in der Politik die Mehrheit, dass dieses Lager die inhaltliche Diskussion permanent ausweicht. Ich will jetzt gar nicht an die Brüllszene vom vergangenen Wochenende erinnern. Ich habe gesehen, der Bundeskanzler für das Niederbrüllen von anderen sehr gelobt worden ist in unseren Medien. Ich wünsche mir keinen brüllenden Bundeskanzler in solchen Fragen, sondern einen kühl abwägenden und beherrscht bleibenden Regierungschef. Aber das mal nebenbei. Mir ist aufgefallen, von meiner ersten Wortmeldung in dieser Situation angefangen, dass wer kritische Fragen stellt, als ein nützlicher Idiot im Dienste von Putin oder als ein Handlanger russischer Interessen dargestellt wird. Man könnte natürlich die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich diejenigen nennen, die bedingungslos den politischen Vorgaben und den politischen Interessen der westlichen Führungsmacht folgen. Da fällt mir auch ein Ausdruck zu ein. 810.000 Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben den von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierten Aufruf unterschrieben. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was die beiden so gesagt und getan haben. Ich bin es zum Beispiel nicht, aber ich habe trotzdem unterschrieben.
weil es notwendig ist, den Regierenden klarzumachen, dass es eine andere Meinung in diesem Lande gibt. Und es ist komisch, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich treffe immer nur Leute, die gegen diesen Krieg sind. Ja, also ich weiß nicht, also ob ich ein so eingeschränktes Umfeld habe. Ich kenne nur Leute, die sagen, so geht das. So geht das nicht. Ich frage mich immer, wo sind die alle? Bundestag schon, das weiß ich, und die Regierung. Aber wo sind die Menschen, die das für richtig halten, was im Augenblick passiert? Ich kann sie nicht finden. Dann möchte ich etwas sagen über die Wahrheit. Mach keine Medienschelte, keine Sorge. Das weiß ich schon lange, dass das keinen Zweck hat. Die haben immer mehr Druckerschwärze und mehr Sendezeit, als man selber zur Verfügung hat. Mache ich nicht. Aber ich habe einen Wunsch an die. Ich habe einen Wunsch an die Medien. Nicht einfach das zu übernehmen, was ihnen angeliefert wird. Mir dreht sich immer der Magen rum, wenn ich das geht immer los in der Washington Post, in der New York Times, dann kann man den Weg aus diesen Medien in die deutschen und europäischen Medien verfolgen. Geht immer los mit Sources close to the matter, ja, also Quellen, die Bescheid wissen, aber die werden nicht genannt. Ja, und diese Quellen erzählen uns dann, wie die Lage ist. Also, dass die Russischen keine Munition mehr haben und dass die Truppen keine Moral haben und dass die russischen Soldaten nur mit einer Schaufel und einer alten Knarre bewaffnet an die Front geschickt werden. Und dass die Russen ununterbrochen Gelände verlieren. Das sind alles Geheimdienstinformationen. Ja? Und ich möchte gerne, dass unsere Medien kenntlich machen, was die dubiosen Quellen solcher Informationen sind. Mein Vorschlag wäre, dass wir einen Warnhinweis einführen, ja, freiwillig, also bin nicht dagegen, den Medien etwas vorzuschreiben zu wollen, aber einen freiwilligen Warnhinweis, in dem steht, Achtung, dieser Beitrag kann Informationen enthalten, die aus dubiosen Quellen stammen und deren Richtigkeit wir nicht überprüfen können. Das würde vielleicht zur Hygiene in der ganzen Diskussion ein bisschen beitragen. Ich wünsche mir mehr kritische Reflexion über das, was geschieht und nicht die einfache Übernahme dessen, was man heute Narrativ nennt. Mir war aufgefallen, schon von Anfang an, dass eine Sache ganz besonders tabuisiert wird. Das ist die Frage, hat dieser Krieg eine Vorgeschichte? Das darf man gar nicht anfassen. Natürlich hat jeder Krieg eine Vorgeschichte, er fällt nie vom Himmel. Ja? Und es ist auch nicht so, dass ein einzelner Verrückter da große Kriege in Gang setzt. Also diese Darstellung ist immer ein bisschen einfach. Die war schon bei den Nazis etwas zu einfach zu sagen. Das war ein einzelner Verrückter, der war das alles und alle übrigen haben nichts damit zu tun. Das ist eindeutig falsch. Jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Und dieser hier hat eine sehr lange Vorgeschichte. Ich würde sagen, die geht mehr als 30 Jahre. Die geht mehr als 30 Jahre zurück. Im Grunde fingen sie an mit dem gebrochenen Versprechen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit. Und ich weiß, dass das versprochen wurde. Also mir kann man nicht sagen, aber ich weiß es aus erster Hand. Ja? Ich weiß, dass die Zusage gemacht wurde, dass es keine Verschiebung der NATO nach Osten geben würde. Ich weiß natürlich auch, dass Russland in den 90er Jahren zu schwach war, ernsthaften Widerstand zu leisten und am Ende murrend und knurrend das akzeptiert hat. Aber es war ein gebrochenes Versprechen und damit fing eigentlich der Weg an, der uns dahin geführt hat, wo wir heute sind, nämlich anstelle gesamteuropäischer Kooperation einen tiefen Konflikt mitten in Europa, dessen Ende wir nicht absehen können. Es war aber nicht nur das. Es kam dann hinzu, dass in klarer Kenntnis der roten Linien, die Moskau gezogen hat, der Ausdruck ist nicht von mir mit den roten Linien, der Ausdruck stammt von Mr. Burns, der war amerikanischer Botschafter in Moskau Ende der Nullerjahre und in einem Memorandum, das State Department hat ganz klar geschrieben, das ist eine unüberschreitbare rote Linie für Russland, nämlich die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Also die Warnung war da, man hat gewusst, was man mit diesem Angebot tat, wenn auch Deutschland und Frankreich es immerhin geschafft haben,
die tatsächliche inhaltliche Entscheidung noch einmal zu vertagen. Aber die politische Zusage ist da. Und damit ist der politische Wille erklärt, es zu machen. Ich würde auch noch erinnern an das Jahr 2013 und 2014, das ist wahrscheinlich das Schlüsseljahr für das, was wir heute erleben. Maidan ist auch so eine Geschichte, die bei uns nicht hinterfragt werden darf. Ja, es hat auf dem Maidan, da bin ich ganz sicher, spontane Demonstranten gegeben. Es hat auf dem Maidan überzeugte, ernsthafte, pro-europäische Kräfte gegeben, die für eine gute Sache sich dort eingesetzt haben, aber eben nicht nur. Und der Maidan war eben auch Teil einer seit längerem vorbereiteten Regime-Change-Operation, an der die USA federführend, Frau Nuland, das ist die Dame mit FACT-EU, und aber auch einige EU-Staaten, einschließlich Deutschland, beteiligt waren. Dieser Regime-Change ist vorbereitet worden und das Maidan-Ergebnis, obwohl ein eindeutiger Verfassungsbruch in der Ukraine, ist auch sofort akzeptiert worden. Allerdings hat Frau Merkel gesagt, jetzt muss man aber zu rechtsstaatlichen Verhältnissen zurückkehren. Was bedeutet, dass eben der Übergang nicht in rechtsstaatlicher Form geschehen ist. Und das Weitere wissen Sie ja, die ersten Aktionen der dann angeblich pro-westlichen, pro-europäischen Regierung. Ich könnte jetzt sehr lange erzählen, ich kenne Poroschenko sehr, sehr gut. Wir haben viele Nächte miteinander verbracht und auch eine Menge Wodka zusammen getrunken. Ich weiß, was er im Kopf hatte. Nicht das, was passiert ist, aber ich weiß auch, unter welchen Zwängen er stand. Die hatten den rechtsradikalen nationalistischen Geist aus der Flasche gelassen Anfang 2014 und bis heute haben sie ihn nicht wieder reingekriegt. Aber weil das alles nicht gefragt werden darf und weil darüber nicht gesprochen wird, ist die Erzählung, der wir ausgesetzt sind, eine ganz andere. Nämlich, wir befinden uns in einem titanischen Kampf des Guten gegen das Böse. Ja, es muss die Überhöhung dieses Konflikts zu einer großen armageddonhaften Systemauseinandersetzung muss her, damit Unterstützung für dieses Unternehmen erzeugt werden kann. Ich muss sagen, die USA sind in dieser Hinsicht viel ehrlicher als wir. Ja, also, wenn die Diskussion in den USA verfolgen, das war vollkommen klar, um was es hier geht. Hier geht es um ein geopolitisches Interesse der USA, Russland nie wieder zu einem möglichen Rivalen werden zu lassen. Und bevor jetzt einer kommt und sagt, das ist auch so eine Verleumdung, ich selber habe zwei amerikanische Präsidenten im Oval Office erlebt und ihnen zugehört, die uns Besuchern aus Deutschland bzw. aus der Europäischen Union erklärt haben, was Sache ist mit der Ukraine. Nämlich, dass das westliche Ziel darin bestehen muss, sie nicht wieder in den Einflussbereich Russlands fallen zu lassen oder kommen zu lassen. Es ging überhaupt nicht um die Frage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand in der Ukraine. Nicht die Bohne. Ja? Es ging ausschließlich um die Frage, wie kann man verhindern, dass mit Hilfe der Ukraine Russland wieder zu einem möglichen Systemrivalen wird. Das ist das Interesse. Wie gesagt, ich bin Ohrenzeuge, bin dabei gewesen. Oder man muss das ja gar nicht selber gehört haben, das reicht ja aus, wenn man sieht, was reisende amerikanische Senatoren und Regierungsmitglieder so erzählen, was Frau Nuland so von sich gibt, was Herr Blinken so von sich gibt, auf allen Dingen fand ich ganz toll, Lindsey Graham. Der ist ja eine dubiose Figur. Na gut, darf man nicht sagen, auch der Senator. Schillernd, ich nehme das zurück mit dubios. Eine wenig schillernde Figur, aber manchmal auch ein Freund klarer Worte. Der sagt, noch niemals war amerikanisch das Geld besser angelegt als in diesem Krieg. Ja? Also dieser Krieg ist ein Investment, ein amerikanisches, so stellt das ein einflussreicher Senator dar, ein amerikanisches Investment und das muss man kurz erklären, wieso. Das heißt,
Wir schwächen auf diese Weise Russland und stärken unsere eigene Position in der großen Auseinandersetzung, die vor uns steht, nämlich die Auseinandersetzung mit China. Und dazu gibt es zwei Denkschulen in den USA. Die eine, die sagt, der Krieg in der Ukraine ist im Grunde eine unnötige Belastung und schwächt unsere Ressourcen. Und die anderen, die eben so argumentieren wie Graham, aber die Auseinandersetzung mit China, die halten beide Lager für unausweichlich. Und, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und wir nur davor warnen, uns auch in diese amerikanische Konfliktbereitschaft reinziehen zu lassen. Bis wohin, meine Damen und Herren, wollen wir die Eskalation im Ukraine-Krieg treiben lassen? Eine Frage, die dieses Buch intensiv stellt. Und das ist ja auch das Hauptthema derjenigen, die in unserem Land den Kurs kritisieren und ändern möchten. Wir haben in den letzten Monaten ja gesehen, wie eine rote Linie nach der anderen überschritten wurde. Natürlich werden wir Deutschland auch Flugzeuge liefern, ich habe nicht die geringsten Zweifel daran. Und es führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, wir sind Beteiligte an diesem Krieg. Nicht nur, wie Habeck gesagt hat, eine Wirtschaftskriegspartei, mit wesentlich stärkerem Engagement als seinerzeit im Kosovo. Deutschland ist das logistische Zentrum für die Unterstützung der Ukraine. In Deutschland werden ukrainische Soldaten ausgebildet. Wir liefern Munition und Nachschub. Wir liefern Intelligenz, wir liefern Nachrichten und Lageberichte. Das ist schon sehr massiv und erlaubt die Frage, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Und was ist eigentlich unser Interesse dabei? Ist es unser Interesse, Russland und China zum Beispiel zu einem großen eurasischen Block zusammenzuschmieden, mit einem Augenblick dabei, das zu tun? Ist es unser Interesse, dass sich die gewaltige wirtschaftliche und demografische Macht Chinas mit der gewaltigen nuklearen Macht Russlands verbindet? Also wenn wir einen solchen Block haben, das ist wirklich furchterregend, würde ich sagen. Und wir sind im Augenblick dabei, das zu schaffen. Ist das unser Interesse? Ist es unser Interesse, jetzt nehme ich das berühmte Wort von Frau Baerbock auf, dass wir Russland ruinieren werden, ist es unser Interesse, eine Supernuklearmacht in Chaos versinken zu lassen? Oder wie Herr Melnyk, über den ich mich nicht weiter äußern möchte, weil ich sonst ausfallend werden müsste, Herr Melnyk sagt, müssen die Russen dort sehen, wo wir Deutschland im Mai 1945 hatten. Kaputt, zerstört, geteilt, zerstückelt. Glaubt jemand im Ernst, dass eine im Chaos versinkende atomare Supermacht in unserem Interesse liegt? Also ich glaube das jedenfalls nicht. Unser Interesse kann es eigentlich nur sein, alles daran zu setzen, dass eine diplomatische Lösung gefunden wird, also alles daran zu setzen, erst einmal den Weg zu Gesprächen überhaupt freizumachen und dann solche Gespräche zu führen. Unsere derzeit führende Außenpolitikerin rechtfertigt ihren Kurs jetzt mal nicht mit feministischer Außenpolitik, das wäre ein bisschen abwegig in dem Zusammenhang, weil die feministische Außenpolitik ja Friedensaußenpolitik eigentlich ist. Aber sie rechtfertigt es mit dem Begriff wertebezogene Außenpolitik. Darüber lohnt sich einen Augenblick nachzudenken. Also ich habe Außenpolitik gelernt in der Regierungszeit Hans-Dietrich Genscher und Helmut Schmidt.
Also da galt noch vollkommen eindeutig der Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Das dient unseren Interessen am besten, wenn wir uns nicht einmischen. Das hieß aber nicht, dass es keine Werte gegeben hätte. Hatte diesen Gegensatz zwischen wertegeleiteter und interessengeleiteter Außenpolitik für völlig fatal. Ja? Es wird dann problematisch, wenn man an einer dieser beiden Stellen fundamentalistisch wird. Ja, wenn ich eine fundamentalistische, wertebezogene Außenpolitik betreibe und sage, wer meine Werte nicht teilt und wer unsere Werte nicht übernehmen will, der ist nicht mein Freund. Und eine fundamentalistische, interessengeleitete Außenpolitik, alles egal, was in der Welt passiert, Hauptsache, wir können weiter Geschäfte machen. In Wahrheit müssen diese beiden Dinge ständig miteinander verbunden und abgewogen werden. Ja? Und natürlich darf eine interessengeleitete Außenpolitik nicht unsere eigenen Wertvorstellungen verletzen. Aber was wollen wir denn machen mit denen, die unsere Werte nicht teilen? Die aber deswegen trotzdem Werte haben, sind eben nur andere. Also ich habe das in vielen Teilen der Welt lernen müssen, ja, dass das, was wir für unverrückbare Werte halten, bei anderen ganz anders gesehen wird. Wollen wir jetzt zurückkehren zu den Methoden der blutrünstigen Päpste des Mittelalters, die dann zu Kreuzzügen aufgerufen haben? Das wollen wir doch nicht, sondern zurückkehren oder ausgehen von der Erkenntnis, dass wir auf unserem Planeten zusammenleben müssen und dass wir deshalb immer nach dem suchen müssen, was wir gemeinsam haben, was uns gemeinsam bedroht, was uns gemeinsam hilft, was wir gemeinsam schaffen können. Aber wie gesagt, wir arbeiten nicht am Frieden. Im Augenblick arbeiten wir am Krieg. Dank unserer Beteiligung an diesem Krieg wird eine massive Aufrüstung notwendig. Diese Aufrüstung wird finanziert durch ein sogenanntes Sondervermögen, ein schuldenfinanziertes Sondervermögen. Also dafür fällt mir der Ausdruck Kriegskredite ein. Ich bin Mitglied der SPD und die SPD hat gerade die 160-jährige Bestehen gefeiert, also ein bisschen an ihre eigene Geschichte gedacht. Meine beiden Großväter sind 1914 aus der SPD ausgetreten, beide, wegen der Zustimmung zu Kriegskrediten. Also bei dem Wort Kriegskredite muss jedem Sozialdemokraten sämtliche Alarmsirenen angehen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Dieses Buch plädiert für eine neue Entspannungspolitik. Also ich verstehe das als die Forderung nach Wiederaufnahme der Politik, die in den 90er Jahren oder Anfang des Jahrhunderts irgendwie versandet ist. Ich glaube nicht, dass es mehrere Arten von Entspannungspolitik gibt. Also Methoden und Mittel der Entspannungspolitik müssen sich neuen Verhältnissen anpassen, aber der Grundgedanke bleibt immer derselbe. Kooperation statt Konfrontation, Dialog statt Ausgrenzung, vernünftiger Interessenausgleich, gegenseitiger Respekt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich will gerne zugeben, dass ich in dieser Frage persönlich betroffen bin. Meine eigene politische, ich will nicht sagen Karriere, aber mein eigenes politisches Leben fing Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts an mit dem Kampf für eine neue Ost- und Deutschlandpolitik. Die erste große Kampagne, an der ich mich beteiligt habe, war die Kampagne für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Man damals genauso diffamiert wurde wie heute für anderes. Und das hatte auch eine innenpolitische Komponente. Ich war ja, wie einige von Ihnen vielleicht wissen, ein gehörte ja zum linken Flügel der FDP damals und der Jungdemokraten. Um diese Politik, die wir für richtig hielten, durchsetzen zu können, brauchten wir eine Koalition mit der SPD. Also ging es darum, die FDP koalitionsfähig zu machen für die SPD. Das war ein jahrelanger, harter und schwieriger Kampf. Ich erwähne ihn deshalb, weil es ohne diesen Kampf keinen Willy Brandt gegeben hätte. Ja? Es hätte keine sozialliberale Koalition gegeben.
wenn nicht vorher die FDP verändert worden wäre. Und das ist ein Stück sozusagen politisches Erbe, das ich nicht gerne aufgebe. Ich habe dann einige Jahre später als Mitarbeiter von Hans-Dietrich Genscher die Regierungserklärung zur KZE-Schlussakte geschrieben. Also den Entwurf, ne? Aber es ist so gehalten worden. Und in dieser Regierungserklärung setzte die Regierung sich mit der Frage auseinander, bedeutet die Unterzeichnung der KZE-Schlussakte eine Kapitulation vor der sowjetischen Herrschaft und vor dem Sowjetkommunismus, führt es zu einer innenpolitischen Anpassung, das war die These der CDU damals, das führt zur innenpolitischen Anpassung. Und stattdessen, aber nein, es wurde geschrieben, das Gegenteil ist der Fall. Wenn die KZE-Schlussakte zu einem Wandel, gesellschaftlichen Wandel führt, dann im Ostblock nicht. Und genauso ist es auch gekommen. Und jetzt hinzugehen und diese ganze Politik als naiv, als Irrtum, als ja, bedauerliche Kurzsichtigkeit darzustellen, das geht gegen die Ehre. Das geht wirklich gegen die Ehre derjenigen, die das erkämpft und durchgesetzt haben und damit Jahrzehnte des Friedens unter anderem auch die deutsche Einheit und ein großes Stück europäische Einheit möglich gemacht haben. Die Entspannungspolitik wird gezielt diffamiert, indem behauptet wird, ihre These sei gewesen, Wandel durch Handel. Als wäre es bei dieser Politik um Geschäftemacherei gegangen. Die These hieß nicht Wandel durch Handel. Die These hieß Wandel durch Annäherung. Und Annäherung nicht eine Annäherung ideologischer Art, sondern ganz wörtlich zu verstehen. Ja, man setzt sich zusammen, man trifft sich, man redet darüber, was sind die gemeinsamen Bedürfnisse, was sind die gemeinsamen Ängste, was sind die gemeinsamen Interessen und können wir Felder finden, auf denen wir zusammenarbeiten. Und meine These ist unverändert. Wenn wir mit anderen über Menschenrechte, über Freiheit und Demokratie reden wollen, dann ist es zunächst notwendig, dass ein Vertrauensverhältnis geschaffen wird, das es uns überhaupt möglich macht, über diese Themen zu reden. Und das heißt, es muss zuerst darüber gesprochen werden, wie Sicherheit, gegenseitige Sicherheit hergestellt wird. Ich widerspreche entschieden, mit aller Entschiedenheit der These meines Parteivorsitzenden, dass es nicht mehr um gemeinsame Sicherheit mit Russland, sondern um Sicherheit vor Russland, was natürlich heißt, Sicherheit gegen Russland geht. Das ist grundfalsch. Es ist gar nicht, das ist gar nicht herstellbar, weil es eine unendliche Aufrüstungsspirale in Gang setzt, die umso gefährlicher wird, als wir keine Rüstungskontrollpolitik mehr haben. Alle Rüstungskontrollabkommen, alle wichtigen jedenfalls, gibt es nicht mehr. Der Weg ist frei für einen vollkommen ungehemmten Rüstungswettlauf. Und der wird auch kommen. Der wird auch kommen, wenn nicht die Erkenntnis zurückgewonnen wird, dass unabhängig von unterschiedlichen Auffassungen über was auch immer, das gemeinsame Interesse überwiegt. Und jetzt komme ich zurück auf die Frage der Werte. Warum Entspannungspolitik nicht nur interessengeleitet, sondern vor allen Dingen sogar wertebezogen ist? Denn sie orientiert sich am wichtigsten Grundwert überhaupt, am Grundwert des Lebens. Ja? Bei Entspannungspolitik geht es darum, unser Leben, unser Überleben möglich zu machen. So, wenn das keine wertebezogene Politik ist, dann möchte ich wissen, was es ist. Ich habe schon auf die Rüstungskontrolle hingewiesen. Statt Rüstungskontrolle wird heute über die Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen geredet. In wenigen Tagen beginnt ein Manöver, bei dem dieser Einsatz geprobt wird. Also wenn man ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen wieder schaffen wollte, würde man ja vielleicht noch einmal darüber nachdenken, ob solche Manöver jetzt sinnvoll sind. Lassen Sie mich das noch sagen. Was ich gelernt habe in diesen vielen Jahren ist,
dass es in der internationalen Politik nur eine einzige wertbeständige Währung gibt. Eine einzelne. Diese wertbeständige Währung heißt Vertrauenswürdigkeit. Nur damit geht es. Ja? Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit. Und das kann nicht hergestellt werden, wenn man nicht miteinander redet. Wenn ich noch einige wenige Sätze sagen soll oder sagen darf, die sich aufgrund meiner besonderen Beziehung zum Thema der europäischen Einheit ergeben. Ich kann das aber sehr kurz machen, weil es ein sehr trauriges Kapitel ist. Man würde ja erwarten, dass die Europäische Union nach dem jahrelangen Reden über strategische Autonomie, der Ankündigung von Frau von der Leyen, wir werden eine geopolitische Kommission, oder Ankündigung von Jean-Claude Juncker, wir werden ein Global Player, man würde ja erwarten, dass die Europäische Union eine eigenständige Rolle in der internationalen Politik zu übernehmen bereit ist. Wie wir sehen, ist das nicht der Fall. Das hier in Berlin ansässige Center for Foreign Policy hat eine Studie herausgebracht vor wenigen Wochen, in der von der Vassalisierung Europas die Rede ist. Vassalisierung, das heißt, Europa macht sich zum Vasallen der USA und kann dem nicht widersprechen. Von einer wirklichen Partnerschaft kann in diesem Bündnis ja nicht mehr die Rede sein. Und wir als Europäer begnügen uns mit der Statistenrolle, die von Gehorsam alles ab, was von uns verlangt wird. Ein Sanktionspaket nach dem anderen, neue Waffen, Ausbildung und so weiter nach dem anderen. Alles wird brav abgeliefert. Der Versuch, auch nur der Versuch, zusammen vielleicht mit anderen einflussreichen Staaten dieser Welt, etwa Indien, China, Brasilien, eine mehr nennen, eine Friedensinitiative in Gang zu bringen, was ja keine kurzfristige Sache ist, sondern eine lange Vorbereitung bedarf, der Versuch wird überhaupt nicht erst übernommen. Ich würde deshalb sagen, was wir im Augenblick erleben, ist das Zugrundegehen der europäischen Idee an sich. Also die europäische Idee ist eine gesamteuropäische. Ja, also das ist ein großer Irrtum zu glauben, weil wir die EU haben, haben wir die europäische Einheit. Die EU ist nur ein Teil Europas. Und die Idee europäische Einheit, so wie es auch im Grundgesetz formuliert ist übrigens, bezieht sich auf Gesamteuropa. Wir sind aber im Augenblick dabei, dieses Gesamteuropa zu einem historischen Artefakt zu machen, den wir Russland aus Europa verdrängen. Ich weiß nicht, wie es möglich sein wird, jemals diese Idee wiederherzustellen. Und ich sage denjenigen, auch dem Bundespräsidenten, gerade dem Bundespräsidenten, die Bemühungen, Russland einzubinden in kooperative Strukturen, heute als Irrtum, ich sage denen hier, nein, das war kein Irrtum. Wir waren auf dem richtigen Weg. Es war der richtige Weg, zu versuchen, Gorbatschows Gedanken vom gemeinsamen Haus Europas praktisch umzusetzen. Nicht dadurch, dass man die EU auslehnt von Lissabon bis Vladivostok, das ist Quatsch. Aber wir waren ernsthaft dabei, einen gesamteuropäischen Wirtschaftsraum zu schaffen, von Lissabon bis Vladivostok. Und im Gegensatz zu vielen, die darüber reden und das für naiv und dumm erklären, war ich ein Akteur bei diesem Bemühen. Wir hatten ja im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Russland vier sogenannte Kooperationsräume. Einer davon war Wirtschaft, Technologie und Industrie, für den war ich zuständig auf europäischer Seite, auf EU-Seite und mit russischen Kollegen. Ich führte auch zu Begegnungen mit Putin. Und ich kann Ihnen sagen, bis in das Jahr 2010 hinein, dass meine Amtszeit zu Ende ging, war es eine ernsthafte, zielgerichtete Zusammenarbeit, bei der es darum um zwei Dinge ging. Erstens Harmonisierung der Regeln, also und das hieß nicht Anpassung der EU-Regeln an russische Standards, sondern umgekehrt. Und gewaltige Gesetzgebungsprogramme waren hier vorbereitet und teilweise auch verabschiedet worden. Und technologische und finanzielle Hilfe für Russland beim Aufbau einer exportfähigen eigenen Industrie.
So, daran ist ernsthaft gearbeitet worden. Das waren nicht irgendwelche Wischiwaschi-Vorstellungen. Das ist alles aufgegeben worden, aber das macht es nicht falsch. Und meine Erfahrung ist, dass gesamteuropäische kooperative Strukturen möglich sind. Und ich plädiere dafür, diese Möglichkeit auch heute offen zu halten. Irgendwann wird der Krieg ja zu Ende sein. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir dann in Europa zusammenleben. Und da gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder wir schotten uns vollständig ab und schaffen einen neuen eisernen Vorhang, diesmal aber vollkommen undurchdringlich, oder wir versuchen es noch einmal auf Grundlage der Erkenntnisse, die wir in der Zwischenzeit gewonnen haben. Ich wünsche mir sehr, dass in allen Parteien das Nachdenken darüber beginnt. Ich glaube, dass es eine sehr leichte Erklärung dafür gibt, warum in den Meinungsumfragen die Regierungsparteien abstürzen und die AfD gewinnt. Ich bin nicht überrascht gewesen von diesen Ergebnissen. Es ist wohl auch und nicht zuletzt eine Folge der Entfremdung, die eingetreten ist zwischen insbesondere der SPD und den Grünen und ihren Anhängern. Das ist nicht so sehr eine quantitative Frage, meine Damen und Herren. Es ist eher eine qualitative Frage. Es ist eher die Frage, wer ist es in der Anhängerschaft, aber auch in der Mitgliedschaft der beiden Parteien, den diesen Weg nicht mehr mitgehen will oder mitgehen kann. Ich glaube, dass beide Parteiführungen, aber die der SPD noch mehr als die der Grünen, die identitätsstiftende Wirkung einer ernsthaften Friedenspolitik sträflich unterschätzt. Hier, das ist, wenn man sich fragt, was ist der eigentliche Wesenskern, ja, der Wesenskern der unserer Parteien, dann fällt mir zum Thema Grünen ja nicht mehr viel ein. Das haben ja fast alles aufgegeben. Aber beim Thema SPD fällt mir immer noch ein, soziale Gerechtigkeit und unverbesserliche Optimisten. Ich bin, es fällt mir auch immer noch ein, Friedenspartei. Aber wenn das aufgegeben wird, wird es politische Folgen haben. Und der Preis wird nicht nur darin bestehen, wird nicht nur im Machtverlust bestehen. Ich denke, der Preis wird vor allen Dingen in einer intellektuellen Auszehrung, einem Verlust an inhaltlicher Substanz bestehen, der nicht wieder gut zu machen ist. Meine Damen und Herren, ich lasse es dabei bewenden. Sie sehen mich mehr als besorgt, ein bisschen, ehrlich gesagt, auch ein bisschen ratlos. Ich weiß, welche Ratschläge bescheuert sind. Zum Beispiel der Rat, geht doch nach Moskau und demonstriert vor dem Kreml, ja? Oder sagt doch dem Putin, er soll seine Truppen abziehen, das ist alles okay. Das ist so absurd, damit muss man sich nicht befassen. Der zivilgesellschaftliche Beitrag, den wir in unserem Land leisten können, ist nicht der Versuch, Putin zu beeinflussen, sondern zivilgesellschaftliche Beitrag, den wir hier zu leisten haben, ist unsere eigene Regierung und unser eigenes Parlament zu beeinflussen. Ich weiß, dass ich auf die Entscheidung der Duma oder auf die von Putin, da kann ich sagen, und machen wir das, können 100 Millionen bei uns etwas unterschreiben. Das spielt keine Rolle. Aber wenn wir die Regierenden zwingen, in diese Debatte einzutreten, klar zu sagen, was sie eigentlich wollen, welche Ziele sie verfolgen und mit welchen Mitteln sie diese Ziele verfolgen und wie sie das zu Ende bringen wollen, haben wir ja schon eine Menge gewonnen. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre klugen, reflektierten Ausführungen, Herr Verheugen. Ich glaube, Stefan Luft und ich sind in einer ähnlichen Situation, die wir uns ja jetzt auch im letzten Jahr sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie kann der Weg nach vorne aussehen, wie kann die Lösung aussehen, und wir kommen auch immer wieder an den Punkt einer gewissen Ratlosigkeit.
Und auch aus unserer Sicht, das hätten wir vorher schon sagen sollen, das war aber jetzt nochmal eine Steilvorlage, das nachzuliefern, war es eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, uns auf die Rolle des Westens im Buch zu konzentrieren, weil wir eben nur die eigene Seite wirklich beeinflussen können, indem man hier nochmal weitere Analysen, fundierte Analysen zur Verfügung stellt, die helfen sollen, den Debattenraum auch zu öffnen. Und ja, Sie haben recht, der Debattenraum ist noch nicht so offen, dass man wirklich sagen kann, dieses Buch kann etwas zur Debatte beitragen. Dazu muss die Debatte erstmal in Gang kommen. Und wir hoffen eben, dass dieses Buch dazu einen Beitrag liefern kann.